Hey Leute, willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5. Wir müssen jetzt einige Leute ausschalten. Wei Cheng müssen wir ausschalten. Wir müssen Stretch ausschalten und Steve Haynes. Und dann auch noch Dave. Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Nicht Dave. Wie hieß er denn nochmal, der Arsch? Devin. Ich glaube Devin, ja. Meine Fresse. Jetzt läuft hier gerade Sleepwalking. Jetzt kann ich auch sagen, wann dieses Lied spielt. Er spielt nämlich bei Ending B, also wenn man Michael ausschaltet. Was natürlich auch ein sehr trauriges Lied irgendwie ist. Also wenn man es mit dem Ende in Verbindung bringt, ist es ein, klingt es auf jeden Fall so viel trauriger. Also ihr müsst euch, guckt euch einfach mal die anderen Endings an, sobald ihr das hier fertig geschaut habt. Oder wahrscheinlich kennt ihr auch schon die anderen Endings, weil das Spiel ist schon älter. Und ich habe es halt auch noch nie durchgespielt. Ich kenne zwar die Endings, aber ich habe es selber nie durchgespielt. Jetzt wird es das erste Mal, dass ich das Spiel selber durchspiele. Jetzt nur diesen Chinesen ausschalten, das mache ich gerne. I'm serious, dog. That's who. Michael and Trevor, too. We great. You a real homie, and I love you, dog. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your camera. Lay low, my nigga. Ich glaube, wenn wir auf die anderen wechseln, machen wir dann deren Aufgabe, quasi die anderen auszuschalten. Deswegen mache ich jetzt. Alter! Du verrückter Typ! Erstmal machen wir natürlich hier bei Franklin. Mann! Wehe, ich bekomme jetzt Cops. Nervig, wie weit ist denn das denn weg? Ja, okay, gut. Nee, das ist nicht gut. Warum bekomme ich die Bullen? Scheiß Chinesen. Zählen halt noch langsamer raus. Jetzt fahr nicht los. Nein, fahr! 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 Fahr doch schneller! Die Hurensöhne jagen mich. Ja, ja, hängen die Bullen ab. Oh, jetzt ist da vorne einer. Ja, hallo, los, los, verpisst euch. Verpisst euch doch. Hey, I got our plan. You dudes ain't gonna have no more triads coming out. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either.
erstmal Stretch, weil Agent Haynes fühlt sich schon mehr nach einem nicht schwierigerem Teil, aber halt. Ja, er ist an sich eigentlich schon ein viel stärkerer Typ als der Stretch. Aber das Gute ist, dass die auch jeweils zu den Leuten gefahren sind. Also sie müssen hier nicht mehr. Da ist Stretch. Okay. Ich bin doch jetzt in, noch schon mehr als entkommen. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us, homie. Thanks. So who we got, man? What happens next is plant Steve Haynes in the dirt. Erledige Haynes. Achso, ist der im Riesenrad. Also, das sieht nämlich so aus. Nein! Warum? Alter, wenn ich die jetzt überfahren hätte, ne? Das wär's dann gewesen. Da hätten wir Bullen gehabt. Ja, ist ein Riesenrad. And nothing in between but the FIB. Cut! This is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, alright. You got this frame, Brian? Yeah, you're looking great. Is it the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. So, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Da ist er. Brauch nur den cleanen Schuss. Ich hoffe, dass er nach oben fährt. I'm Steve Haynes. I tracked down killers, attacked incompetence and taken down terror cells. And tonight... Ich hab Cops oder was? Ernsthaft, warum? Nur weil ich hier stehe mit dem Scharfschützengewehr? Wir sind in Amerika. Ey, meine Fresse. Ne, weißt du, was ich mach? Ich mach das Schlauste, was man hier machen kann. Ich bin am Strand, ich springe ins Wasser. Tschüss! Hat letztes Mal schon funktioniert. Wie? Also das kaufe ich euch jetzt ehrlich nicht ab. Wie sie mich hier im Wasser gefunden haben, vor allem weil ich getaucht bin. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Man zieht doch unter dem Wasser. Ja, okay, doch unter dem Wasser sieht man was. Aber ernsthaft? Alter, ihr seid doch Psychopathen, dass ihr auch sowas, dass ihr das seht. Mal ganz ehrlich. Ja, und die fahren hier auch noch raus, die Arschlöcher. Was soll denn das? Ist das so unnötig, echt?
Der hat nur die Polizei gerufen, um euch das Scharfschützengewehr. Ich habe nicht mal auf jemanden geschossen. Ich habe nur auf das Riesenrad geguckt. Herr. Alter! Was ist denn mit euch? Aber den Wagen von dem einen hätte ich eigentlich lieber geklaut. Der wäre nämlich viel schneller gewesen. Mit dem, was in mir fast reingefahren wäre. Nein! Immer wenn ich kurz davor bin, sie abzuhängen, fährt mir irgendeiner rein, damit ich noch langsamer bin. Ne, 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 verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Warum passiert mir sowas immer, wenn ich kurz davor bin, erwischt zu werden? Damit die mich halt eben erwischen. Hey, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tonga Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. Go up there and get him. Arschloch. Begib dich zu Devins Haus. Ich glaube, jetzt beginnt das große Finale. Und geht hier auf 5. Weil Devin ist der Letzte, den wir noch töten müssen. Oh, ich will noch ein besseres Lied haben. Snoop Dogg, das ist gar nicht schlecht. Ja, leck mich doch am Arsch. Spinnst du oder was? Da ist es doch. Und hat sich in Meriwether mit Meriwether Wachleuten umgeben. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Entführe Devin. Also wir bringen ihn nicht um, ja, wir entführen ihn. Ich dachte, wäre ein Schalldämpfer dran.
Hier war ein Schalldämpfer dran. Natürlich. Ja, hier hatten zwei verschiedene, das habe ich jetzt vergessen. Fuck. I'm getting kind of bored of killing you, Fred. Combat situation. Guard the asset. Get a job. Damn it! Hold your line. Don't let him near DW. Was? Ach so, pff, hab ich mich erschreckt. Ist echt ein Arsch, scheiße das. Hey. Ja, ne, sehr gut, Körper, wo noch immer du geschossen hast. What the fuck? Wie schnell ging das? Okay. Wir machen es diesmal leiser. Und zwar mit dem richtigen Scharfschützengewehr, wo leise ist. Ich wusste nicht, dass ich zwei verschiedene habe. Ich weiß auch gar nicht, seit wann. Ich kenne leider noch nicht die ganzen Locations von den... Ja, und das haben sie jetzt alle gehört und wissen sofort, dass hier jemand eingebrochen ist, oder was? Nur weil sie das eine jetzt gehört haben. Das ist so lächerlich. Nur weil sie das kurz gehört haben. Dass der irgendeinen Scheiß gelabert hat, wissen die jetzt automatisch, dass hier jemand ist. Glas, ne? I just put down half your outfit back in town. Hat funktioniert, ich habe sogar getroffen. Er hat sogar eine Minigun. Ja, sie ist auch nicht versteckt. Da hinten gab's Schluss. Aber ich schnell nicht vorher draufgegangen bin. Ja, ich weiß, die haben zu zweit auf mich geschossen, aber wirklich, das war eine Sekunde und ich war weg. Wo ist jetzt Devin? Ach, der hat sich wahrscheinlich versteckt, oder? Da drinnen, oder? In der Kiste. Ha? Lass dich verraten. Mr. Weston, let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chiliad Mountain State Wilderness.
geil. Der eine ist schon drin, Devin. Kannst du gleich dazulegen, den anderen. Ja, ja, klar. This is why the people I put in my trunk are usually dead. Warum hast du ihn nicht eigentlich auch umgebracht? Das weiß ich nicht. Position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you. Apart from the obvious hygiene issue, Michael caused me problems, so Michael has to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't, and the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. Okay. Name your price. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Mann, für die Biker. Du warst im Damn. Ich dachte, die wären am Arsch. Ernsthaft? Die schießen auf uns? Oh mein Gott, das Lied passt voll gut. Oh, Carry On My Wayward Son, ich liebe dieses Lied. So krass, Leute. Wir beenden dieses Spiel im nächsten Part von Grand Theft Auto 5 und Shell.